Moin Pommes-Freunde, willkommen zu einem Godsmolotte 3 Video. Heute holen wir uns das UFO. Ihr seht schon, wir sind auf der ersten Plattform von 3. Ja, es gibt 3 verschiedene Plattformen, dann müsst ihr das alles mit Strom verbinden. Das heißt, ihr geht zum Stromkasten, geht zur ersten Antenne, dann müsst ihr zur zweiten und zur dritten. Das heißt, auf jeder Plattform gibt es 3 Antennen, die ihr in bestimmten Zeit mit Strom verbinden müsst. Ich zeige hier meinen Weg, wie ich es gemacht habe. Eigentlich ziemlich simpel. Wenn der Strom euch ausgeht, geht er zurück, holt euch den Strom von dieser Antenne sozusagen und springt schnell durch zur letzten Antenne. Und wenn ihr alle 3 Antennen auf der jeweiligen Plattform mit Strom versorgt habt, kommt das hier 5G-Upgrade, das ist die Quest dazu nämlich. Und dann habt ihr den ersten Teil von 3 geschafft. Genau, so sieht's aus. Das heißt, jetzt senden wir irgendwelche Supermeldungen ans UFO. Das ist die zweite Plattform. Rechts außen ist alles einmal hier mit der Map einmal hinterlegt. Super easy. Das heißt, ich bin hier raufgesprungen. Ja, ihr versorgt euch hier selbst mit Strom. Easy peasy. Und dann, wie gesagt, müsst ihr schnell wirklich alles einmal mit Strom versorgen. Das jetzt mit Lucky von mir. Das heißt, da bin ich echt gut draufgekommen. Das ist super lucky gewesen. Jetzt zeige ich aber jetzt nochmal, wie ihr auch nochmal diesen oberen Turm leichter erreicht, ohne irgendwie zu grinden. Kommt jetzt bis jetzt. Jetzt haben wir den zweiten Turm aktiviert, also die zweite Antenne ist aktiviert. Also er springt jetzt nochmal runter, da unten ist so ein kleiner, ja, so ein gelber Bagger, was ist das? So eine gelbe Hebebühne. Einmal rauschen mit Anlauf, wichtig mit Sprinten und dann könnt ihr auch ganz easy oben draufladen. Dann hättet ihr auch die dritte Antenne. So Leute, nächste Plattform oben rechts auf der Insel, einmal markiert, ihr seht es einfach, gehen wir von Ziegenturm. Ihr schnappt euch den Strom, rennt auf diese Sprungkiste und kommt genau auf die Antenne drauf. Das ist ganz wichtig, wenn ihr die zweite Sprungkiste nehmt. Ihr müsst bitte genau auf die Antenne springen, weil ansonsten, wenn ihr fehlt, dann ist euer Strom weg, wie jetzt. Das heißt, ihr Strom aktivieren, dann geht ihr zur dritten Antenne und habt die dritte Plattform erfolgreich geschafft. Genau, jetzt sind alle 3 verbunden. Jetzt sehen wir, was gleich passiert, meine Freunde. Jetzt wird es richtig, richtig witzig. Das heißt, es kommt die lustige Animation. Und jetzt ist Art wie Independence Day und jetzt kommen hier einfach diese UFOs her und nehmen jetzt ihre Position ein und das dritte wäre jetzt gedacht, ich über diesen Superturm. Und da müssen wir jetzt hin, meine Freunde. Dann gehen wir jetzt hin. 5G-Upgrade, let's go. So, zum Turm. Einmal markiert, wo der ist. Ihr seht es, aber müsst ihr nach oben gucken, da lädt er schon den Turm. Also ist kaum zu übersehen, das riesige UFO ganz oben am Start. Das heißt, ihr bedürft jetzt das nette Gebäude einmal hoch. Gibt es da schon wieder verschiedene Wege. Ich habe den hier gewählt, weil es ziemlich, ja, es war simpel. Ja, einfach hier wieder springen. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen jetzt hier hoch springen. Ihr müsst hoch klettern, so ein bisschen ein kleiner Mischmasch aus vielen Dingen. Aber es ist eigentlich easy peasy. Das heißt, einmal rum, wenn ihr seht. Zack, zack, zack. Dann kommt hier gleich einmal links so ein Lüfter. Genau, den nehmen wir jetzt hier. Dann springt ihr hoch. Und dann müsst ihr einfach die Wege suchen, wo euch das Spiel so ein bisschen lang führt. Ne? Das heißt, ihr müsst hier rüberspringen. Genau, nimmt den hier mit einfach. Dann ist hier rechts gleich so ein Knopf, den drücke ich gleich im Video. Oder so ein Knopf, so ein Hebel, genau. Und dann fahrt ihr nach oben mit dieser Ziegenkopf einfach. Genau, ich habe es mal uncut gelassen, wie gesagt. Dann fahrt ihr einfach hoch. Ich bin jetzt hier links einmal runtergesprungen auf die nächste Plattform sozusagen, dann wieder rüber und dann zur nächsten Trampolinkiste. Und so ist das ganze Spiel immer weiter. Das heißt, da müsst ihr wirklich einfach nur versuchen, nicht runterzufallen. Also ein falscher Backjump oder so, ihr seid wirklich weg. Das heißt, hier einfach zum Ventilator einmal hochgehen, einmal hochspringen. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 gebraucht. Ja, 2 habe ich gebraucht. Zack, zack. Habt ihr das? Ja, wenn ihr hier seid, Leute, habt ihr es fast geschafft. Dann ist es fast easy peasy. Dann müsst ihr ganz vorsichtig hier nochmal mit dem Laufen, Laufen, Laufen. Ja, einmal diesen Wallride, nochmal Wallride, nochmal Wallride und dann zum Ende die Leiter hoch. Und dann nochmal ein Wallride und diese Kiste zusammen so ein bisschen. Und dann seid ihr schon fast ganz oben. Und dann werdet ihr gleich jetzt von UFO eingesaugt und könnt dann gleich munter froh, ja, das UFO selbst fliegen. Genauso ist es. So, und mit dem UFO könnt ihr für Unsinn machen. Ihr könnt schießen, ihr könnt rumfliegen, ihr könnt irgendwelche Sachen einsaugen mit diesem Strahl. Also wer Wobby Life meinen Kanal kennt, es ist sehr, sehr ähnlich wie Wobby Life mit dem UFO. Ziemlich witzig. Ja, von daher, Leute, habt ein bisschen Spaß mit dran. Ihr könnt hier wirklich einfach rumfliegen. Ich glaube, es ist unzerstörbar, so wie ich gesehen habe. Ich habe es nicht richtig ausprobiert. Auf jeden Fall geht's nur weg, wenn ihr einmal aussteigt aus dem UFO, Leute. Wichtig, wenn ihr aussteigt, ist alles weg. Leute, ganz Spaß damit mit dem UFO. Lasst ein Abo und ein Like am Start. Bis nächstes Mal rein. Tschüss.